Und moin da draußen! Ja, herzlich willkommen bei meinem ersten Livestream mit Kisui, Banjo und hoffentlich eine ganze Menge Spaß. Und da will ich gleich mal schauen. Oh, danke Tini für den Host. Das freut mich. Gleich mal meine Frage. Könnt ihr mich gut verstehen? Ist alles in Ordnung? Dann können wir nämlich loslegen. Würde mich sehr freuen über Rückmeldungen. Aber richtig eingestellt müsste alles sein. Ja, tut mir leid. Die werden sehr, sehr viel geknutscht werden. Ja, ja. Die wollen nur das hier. Das hier wollt ihr, gell? Das hier wollt ihr. Müsli. Ja, alles Bestes. Ah, super cool. Ja, dann würde ich mal... Das Rufzeichen Seehund gibt es leider noch nicht. Falls es ein bisschen chaotisch werden sollte wegen den Vögelchen, falls sie irgendwelche Tasten treten sollten, dann entschuldige ich mich jetzt schon mal dafür. Aber ich hoffe mal, das geht klar. Oh je. Komm mal her. Ich habe für dich auch ein Müsli-Stückchen. Da. Ja, Pinjo. Oh ja. Müsli mögen auch die Vögelchen. So, jetzt komm mal her. Jetzt setze dich mal schön hin mit deinem Müsli da. Andere haben Popcorn, manche Müsli. Hallöchen, Seth und Melli habe ich schon gesehen. Sina, Hallöchen. Und Tinny, Arti, Tobi. Ja, cool, ich freue mich. Ja, ich brauche den Rufzeichen Seehund auf alle Fälle. Na, mal gucken. Was nicht ist, kann ja noch werden. Mal schauen. Ich freue mich, dass ihr erstmal schon mal eingeschaltet habt.
Am besten, ich erkläre das mal ganz, ganz kurz für diejenigen, die jetzt noch keine Ahnung haben, sollen jetzt mit Spucke sein. Was will die jetzt? Ja, ich streame hier nicht so wirklich ein Spiel, aber es ist trotzdem ein Spiel. Und zwar möchte ich die Zuschauer, das seid ihr, mit einbeziehen in meine kleine Zeichenspielsache. Und zwar, Oberthema ist erstmal Pokémon. Für die ersten Folgen werde ich mich auf die ersten, ganz wichtig, 151 Pokémon beschränken. Also der ersten Generation, sagen wir es mal so. Oh, höre ich da einen Sub? Ich danke dir, Seth. Vielen Dank für den Follow. Freue ich mich. Dankeschön. Genau, 151. wo war ich stehen geblieben? Genau. Also, wir gehen Schritt für Schritt jedes Körperteil durch. Wir haben den Kopf, das Gesicht, den Körper, damit werde ich wahrscheinlich auch anfangen. Die Beine, jetzt sitzen die Vögel auf dem Monitor. Oh Gott, ich hoffe, ich scheiße nicht rein. Schön artig sein, jetzt kommt hier ins Häuschen. Die haben ein extra kleines Holzhäuschen und da kommen wir dann rein, wenn. Naja. Dann haben wir die Beine und dann müssten wir, glaube ich, alles haben. Eventuell kann man hier und da noch den Schweif, sage ich jetzt extra, hinzufügen. Aber das können wir dann alles ganz spontan entscheiden. Sina hostet mich. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und Next auch. Merci beaucoup. Und Hatti auch. Mensch, ja, alle. Ich freue mich riesig. Oh, und Sina hat auch noch ein Follow hinterlassen. Dankeschön. ja, dann passt mal auf. Wir werden einfach ganz locker und wir werden einfach ganz locker und leger anfangen. Am besten, ich fange mit dem Körper an. Und damit auch jeder einmal drankommt, wir werden uns auch nicht streiten, wer jetzt als erstes oder zweites, wir werden da ganz cool Land miteinander umgehen. Der Vogel hat sich gerade aufs Mikrofon gesetzt und das ist erstmal so runtergesagt. Ja, komm mal hier, komm mal hier. Ihr sagt nichts runter, wenn ich da hinsetze. Wenn du lieb bist, kriegst du vielleicht nochmal Müsli. Okay, so, dann würde ich mal sagen, ich habe eins, zwei, drei super liebe Moderatoren und Helfer, die mir so sehr dabei helfen, den ganzen Kuddelmuddel und Chaos, dann die Körperteile und mit den entsprechenden Usern und Wünschen natürlich auszusuchen. Das sind einmal die Melinu, die Tini und der Tobi. Also, wenn ihr irgendwie mal irgendwelche Sorgen haben solltet zum Thema dieses Streams oder Fragen, dann wendet euch bitte doch an diese Person und natürlich an mich auch. Könnt ihr auch. Nur ich habe manchmal vielleicht nicht so gleich die Zeit zu antworten. Ich gebe mir ganz viel Mühe, aber wir kriegen das schon hin. Nein, nicht kloppen Sie. Okay, ich würde sagen, wir schauen mal, wie viel wir heute schaffen werden. Zwei, drei bestimmt mit der Menge. Ich würde vorschlagen, ich würde ganz gerne so erstmal mit meinen Moderatoren anfangen, weil die mir ja auch schließlich helfen. Fangt ihr doch mal an, welches Pokémon soll denn der Körper haben? Tini, sag mal, du nennst mir jetzt einen Pokémon. Was da kommen wird. Oh, hallo Depa! Lodo! Freue mich, dass du da bist. Wir wollen auch gerade gleich anfangen. Gengar! Oh! Eine sehr, sehr gute Wahl. Ich werde jetzt auch gleich mal an meinen Pokédex gucken, meinen schlauen. Weil, damit man auch nichts verkehrt zeichnet. Ich muss auch dazu sagen, meine Zeichenskills sind vielleicht etwas eingestaubt über die letzten Wochen, Monate, so ein bisschen Schulterproblemchen gehabt, aber das ist die perfekte Methode, um jetzt wieder ja, einzusteigen und sich ein bisschen wieder zu verbessern. Okay, Gengar hat einen ziemlich runden Körper. Gleich mal. Oh, Sui möchte mitzeichnen. Das ist ja lieb. Sie hilft mir immer sehr oft dabei. Dann macht sie mit ihrem Schnabel da auch auf dem Grafiktablett rum. So, da wollen wir mal mit Gengar anfangen. Er ist ja ziemlich rund. Muss noch ein bisschen Platz für die Beine lassen. So, nehmen wir für. Nee. Das Problem bei Gengar ist ja, ne, der Kopf ist ja quasi im Körper selbst drin. Deswegen lassen wir es erstmal so ein bisschen kugelig. Sonst wird das nämlich nichts. Weil wir wollen ja noch den Kopf extra dran malen. Entweder mal wieder in den Kopf rein oder oben drauf. Mal gucken. Wir haben erstmal eine Gengar-Kugel. So, Melli, welcher
Kopf darf es denn sein? Von welchem Pokémon? Genau, Stück für Stück. Wir nehmen es nicht Stück für Stück auseinander, sondern wir bauen es zusammen. Ey, oh, Sui möchte mir schon wieder helfen. Ja, ich glaube, sie möchte jetzt mal zeichnen. Ich glaube, das kriegt sie auch schon gut hin. Aber ich glaube, sie möchte ihn lieber Stück für Stück zerlegen. So, Melly hat Mew. Oh, sehr gute Wahl. Ein ganz, ganz süßes Pokémon. Ah, so, dann nehmen wir mal den Kopf von Mew. Ja, Ichigo, habt ihr das gehört? Das Einzige, was sie sagen können, ist Ichigo. Aber es ist so super süß. Genau, Ichigo. So. Von Mew. Der hat einen recht ovalen Kopf. Nicht mein Ohrring anfressen, Mäuschen. Gut, dass es Radiergummi gibt. So. Ja! Ey, nein, ihr dürft nicht mein Ohrring fressen. Nein, ETQ. Auf keinen Fall. Das Mew sieht gerade ein bisschen aus, als wäre es in die Bresse gekommen, aber das ist ja egal. Ich finde es sowieso ganz interessant, wenn die dann nicht ganz original aussehen. Ich bin ja kein offizieller Pokémon-Zeichner. Das würde ich mir auch niemals irgendwie zumuten oder so, weil so gut bin ich dann auch nicht. Aber man kann ja besser werden und üben. Das ist auch eine gute Sache zu mir. Oh Gott. Warte mal, der Hals. Gengar hat auch keinen Hals, deswegen kriegt das Vieh auch keinen Hals. Das sind wir jetzt einfach mal. Tobi, du darfst jetzt das Gesicht aussuchen. Von welchem Pokémon darfst denn das Gesicht sein? Ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Ja, lecker Ohrring, aber wirklich. Ja. Die fressen irgendwie alles. Oh, ich habe Goofy gehört. Komm, Tobi, überleg mal. Der ersten Generation, das waren noch mit die besten Pokémon. Das ist meine persönliche Meinung. Jetzt bin ich mal gespannt. Tobi, Tobi. Darf es ein Gift-Pokémon sein, ein Flug-Pokémon oder ein Feen-Pokémon? Okay, dann lassen wir Arti, oder? Tobi, was meinst du? Höchste Tobi, überleg Zeit, dir dann dass du mal ins was. Bett kommst, du Schlingel. Tobi überlegt sich schon mal die Beine, okay? Und Arti darf jetzt das Gesicht sagen. Da bin ich ja mal gespannt. Ich hoffe, es ist okay für dich, Tobi. Da hast du noch ein bisschen Zeit zum Überlegen. Ist ja auch nicht so einfach, wenn man so überrumpelt wird. Aber Zeit fürs Bett ist, glaube ich, noch nicht, oder? Ist noch hell draußen. Zumindest ein bisschen. Oder wollt ihr ins Bettchen? Nö, ne? Ihr sowieso nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Fleckmon! Sehr gute Wahl. So, Sui, ich guck wieder meinen schlauen Pokédex. Ist eine sehr, sehr gute Idee. Oh ja. Auf jeden Fall. Mal gucken, was das wird. Also Fleckmon hat ja. Oh Gott, das macht ja so schwierig, weil unten jetzt so das Kinn von Mew. Aber egal. Oh je. Das wird wirklich kein hübsches Pokémon. Aber das ist auch gar nicht Sinn der Sache. So, und dann natürlich die großen Augen. Und der wunderschöne, sexy Blick. So. Wunderbar, wir haben das Gesicht. Das sieht doch schon mal sehr vielversprechend aus. So, lieber Tobi, was darf es denn für Beine sein? Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, Kopf und Gesicht als eines nutzen. Hatte ich mir auch erst überlegt, aber ich fand es irgendwie witziger, wenn man die Kopfform von einem Pokémon nimmt und dann das Gesicht von einem ganz anderen. Das macht es irgendwie sehr, sehr witzig. Genau, mir fehlt noch ein Rufzeichen, Tobi. Tobi, hast du für uns ein Pokémon? Die Beine. Ist Tobi noch da? Das frage ich mich auch. Hat jemand Tobi gesehen? Habt ihr Tobi gesehen? Habt ihr Tobi gesehen? Tobi? Tobi? Tobi DC, genau. Tobi hat einen Disconnect. Na, vielleicht kommt er später nochmal wieder. Glotzerleitung. Okay, pass auf. Dann
Artitinimelioan? Sina, hast du schöne Beine für uns? Bestimmt, oder? Tobi, ja, Leute, ruhig. Okay, Tobias hat jetzt nochmal die Chance, sich ein Pokémon für die Arme einfallen zu lassen. Glurak ist 8. Generation. Ja. Also du möchtest wirklich jetzt die Beine von Glurak, Sina? Dann nehmen wir Glurak. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Oh, Glurak. Ja. Der schöne, starke Drachenbeine. Mit die Feuer. Pass mal auf. Die werden wir dann so ein bisschen schräg stellen. Ich glaube, das ist ganz gut. Okay. So, dann wollen wir mal gucken. Gluraks Beine. Die sind ja recht kräftig. Deswegen werde ich die noch ein Stückchen Bauch abschneiden. Oh, der kriegt jetzt sehr kräftige Beine. Der war extra für heute im Fitnessstudio. Sehr, sehr fit. Schöne Krallen. Oh Gott, wie steht der da? Oh mein Gott. So, und für die Seite? Oh, Splatgirl! Vielen, vielen lieben Dank und schön, dass du da bist. Ich danke dir. Oh Gott, ich darf da niemanden vergessen. Ich weiß jetzt... Ah, ist doch okay. So grob weiß ich noch, wer bis jetzt dran war. Oh, warte mal, das ist ein bisschen... Der Fuß soll ein bisschen weiter hinten stehen, aber jetzt auch nicht so weit hinten. So. Mal gucken, vielleicht kann man die ja irgendwie, wenn irgendwie mal ganz coole Pokémon dabei rauskommen werden, Namen brauchen die dann übrigens am Ende auch noch, könnte man die ja noch ein bisschen farbig machen und dann noch so ein bisschen schön ausarbeiten. Mal gucken. So. Gut. Warte mal, wollen wir den Bauch noch ein bisschen kugeliger machen? Der ist mir noch nicht kugelig genug. Der könnte noch... Wow, was für eine Veränderung. Wow, Depaludur. Vielen Dank für deinen Follower. Freue mich. Mann, 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 hier geht's gleich zur Sache. Okay, wir lassen noch ein bisschen Platz für die Arme. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Tobi, hast du Arme für uns? Ja, Coco weiß Beine, ja, stimmt. Wie gesagt, ich muss mich auch erstmal ein bisschen warm zeichnen. Das ist wirklich auch nicht sehr einfach hier. Es ist nicht sehr viel Platz gerade. Und ein großes Grafiktablett habe ich auch nicht, aber ist egal. Irgendwann demnächst kommt noch ein größeres Grafiktablett und dann wird das richtig gut klappen. Ach, Beine haben wir ja. Was erzähle ich denn? Arme, ne? Ach, Tobi, war das mit dem Glurak? Okay, Tobi hat die Beine, Glurak gesagt. Dann, Sina. Sina möchte jetzt bestimmt uns sagen, welche Arme es sein dürfen. Da bin ich mal gespannt. Hey, yeah, ja. Hey, ja. So. Sina sagt Pikachu-Arme. Ja, wunderbar. Super. Gut, bei zwei Mäusen nebeneinander kann man schnell mal durcheinander kommen. Also jetzt keine echten Mäuse. Auch keine Geldmäuse. So. Mal gucken, welche. Pikachu hat ja ziemlich kurze Arme. Das. Ich überlege. Welche Pose ihm geben. Pikachu ist ja ziemlich freudig immer unterwegs. Den Arm nach oben. Also sie sind klein und so ein bisschen bummelig. Das passt eigentlich ganz gut zu dem Hauptcharakter. Warte mal, ich kann ja das Bein noch ein bisschen kleiner machen. Sieht es wirklich aus wie Coco, weil...
macht dieser fette Fuß, glaube ich, dieser Kokowai-Effekt. So. Wir können ja mal übertreiben. Gengar ist ja recht groß. Größer als Pikachu. Da könnten wir ja ein bisschen übertreiben und die Arme wirklich mäuschenartig klein machen. Das ist so. Oder ist das ein bisschen zu klein? Was meint ihr? Ist das zu klein? Oder doch lieber ein bisschen größer? Ja, möchtest du die Arme so haben? Sehr gerne. Und den anderen Arm machen wir nach oben, okay? Ja, wir können sie ja mal fragen, ob sie die... So, und mit dem linken Arm winkt er gerade, okay? Der freut sich nämlich, dass er hier sein darf. Okay, der ist cool. So, winke, winke. So, wollen wir dem kleinen, guten Kerl noch einen Schweif geben, ja oder nein? Ihr entscheidet. Genau, ein Tail. Ein T-Rex. Welches Pokémon darf es denn sein? Depalodor, möchtest du entscheiden, von welchem Pokémon der Schweif sein darf? Ja, Gengar hat zwar einen, aber ich glaube, wir nehmen mal von einem anderen Pokémon. Je mehr, desto besser. Okay, Depa, lass dir meins einfallen. Ja, das dauert manchmal bei so vielen Pokémon. Wenn wir irgendwann mal bei 600 angelangt sind, wird das richtig lange dauern. Aber dafür gibt es auch richtig viele Kombinationsmöglichkeiten. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich trinke so lange einen Kaffee. Das wird sehr, sehr spannend. Ein Abra! Sehr schön. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Ach ja, das ist ja schön. Super passt das. Okay, dann nehmen wir den mal hier. Und dann hat er hier noch einen. Jawoll! Ich würde mal sagen, unser erstes Pokémon ist zum Leben erwacht. Jetzt bräuchten wir noch einen Namen. Oh Gott, das ist schwer. Vor allem welche Gengabra. Gengabra Glack. man könnte ja den ersten Buchstaben immer von jedem Pokémon, aber dann kann man es nicht mehr aussprechen, glaube ich. Tötet es, bevor es Eier legt. Aber echt, ey. Naja, ich glaube, die Namen, die können wir uns ja später auch noch überlegen. Das können wir dann zu einem anderen Event machen: Silvester oder Weihnachten. Okay, damit der auch jetzt auch nicht verloren geht, werde ich den jetzt mal speichern. Und vielleicht sollte ich dem auch sagen, unter Wasser speichern sollen. Wir nennen ihn mal hier die Ergebnisse. Wir nennen ihn mal Versuchs-Pokémon Nummer 1. Nee. Voll langweilig, oder? Egal. Das spielt jetzt erstmal keine Rolle. So, Hauptsache ist nicht verloren gegangen. So, jetzt machen wir das wie von Zauberhand erstmal wieder weg. Mach's gut! Dauert mir zu lange. So, dann wollen wir uns mal den zweiten machen. Und zwar, jetzt muss ich mal schauen, wir waren noch nicht dran. Seth war noch nicht dran. Seth darf sich jetzt einen Körper überlegen. Wir nehmen erstmal die aus der ersten Generation. Da gibt es erstmal ein paar Möglichkeiten, die zu kombinieren. Ja, er ist hässlich. Ich fürchte, dass da auch nicht so wunderschöne Wesen bei rauskommen werden. Nur wenn Rosana dabei ist. Wenn wir das Gesicht von Rosana nehmen, dann kannst du hübsch werden. Okay. Seth überlegt dir mal eins.
Du hast nur ein Gesicht. Okay, dann bleib. Merk dir das Gesicht und Arti darf sich den Körper überlegen. Sexy Rosanna, ganz genau. Oh. Oh, die sind so lieb gerade. Knuspern schön. Na, euch geht's gut. Snibbles! Hey! Schön, dich zu sehen. Das kriege ich jetzt erst mit. Oh Gott. Cool, dass du da bist. Genau, wir reichen die dann bei Nintendo ein. Die müssen mitkämpfen. Oh Gott, sie hat eine Robbe erlegt und isst sie. Oh. Beste Viecher. Hallo Crimson Prime. Falls ich dich noch nicht begrüßt haben sollte, dann hole ich das jetzt natürlich nach. Atinator schreibt. Ach, Snowbillycat. Oh, okay. Den Körper hat man jetzt, ne? Von Snowbillycat. Okay. Oh, da hast du mir aber ein schweres Pokémon gegeben. Aber das kriegen wir hin. Das ist ja eigentlich nur so ein Katzenrumpf, kann man sagen, ne? Wir können das Vieh jetzt mal ein bisschen so von der Seite zeichnen. So, jetzt glaube ich, werde ich aber ein bisschen länger brauchen. Also jetzt keine Stunde, aber es soll einigermaßen vernünftig aussehen. Okay. Also so katzenförmig. Ja, den Hals nehmen wir auch noch mit dazu, glaube ich. Sonst sieht das ein bisschen merkwürdig aus dann zum Schluss. Ein eckiger Popo. Die Popo können wir ja auch noch mal so ein bisschen. So, das wird dann sehr interessant, wie wir die Beine dran setzen, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Das wird schon irgendwie. Okay, das ist jetzt erstmal so grob der Körper. Seth wollte das Gesicht. Tinny, hast du denn einen Kopf für uns? Einen Kopf. Oh, Next LP war auch noch gar nicht. Oh mein Gott. Danach werde ich erstmal die ganzen anderen dran nehmen. Ich darf keinen vergessen. Oh, Snibbles, danke fürs Hosten. Merci. Piepi. Sehr schöne Wahl. So, danach werde ich dann aber jemanden mal dran nehmen, den ich noch nicht hatte. So, Piepi, ja, sehr schön. Den Kopf von Piepi. Oh Gott, da ist ja der Kopf, der Körper. Ich glaube, das wird sehr interessant. Ich kenne ja so die. Oh mein Gott, wie mache ich das jetzt? Oh, das wird sehr hässlich. Das wird sehr, sehr hässlich. Muss ich mal gucken, wie ich das löse. Das ist gar nicht so einfach. Pipi mit seiner Sturmlocke. Okay. Das kriege ich hin. Okay. Also. Pipi besteht ja eigentlich nur aus Kopf, Körper. Wie machen wir das jetzt? Wir finden schon eine Lösung. Dann nehmen wir jetzt ein Stück Rücken ab. Ein Stück Schulter. Es wird sehr hässlich werden, glaube ich. Das ist nur so eine Vermutung, aber. Oder wir können ja so halb Kopf, halb Körper nehmen, damit man. Oh Gott, das wird so hässlich. Es hat einen Kugel. Wir dürfen die Sturmlocke nicht vergessen, ne? Sie ist sehr groß. Die war gerade beim Friseur. Hat sich die neu richten lassen. Oh Gott. So. Das hat ziemlich spitze, große Ohren. Ja, ich glaube, das lassen wir erstmal so. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Ah, Quatsch, was erzähle ich denn da? Da fehlt ja noch was. Dieses schwarze Dingsenbumsens. Was Pikachu auch hat. Das machen wir mal so ein bisschen grob. Und unten sehe ich hier das auch so was. Oh mein Gott. Es gibt Dinge, die fallen einem erst nach Jahren auf. Irre. So, okay. Oh mein Gott, ist das Vieh hässlich. Süß, okay. Bin mal gespannt, was es dann für Beine bekommt. Okay, das Gesicht war genau Seth. Das Gesicht von dir bitte, Seth. Jetzt bin ich mal gespannt.
Genau, Snibbles. Wir nehmen für jedes Körperteil ein Pokémon quasi. Jurob! Oh! Das passt ja hervorragend. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme. Jurob, ich gucke wieder mein Pokédex, damit ich nichts falsch mache. Ich glaube, nach 2 Jahren kann ich den alle komplett auswendig. Das wäre auch mal interessant. Was haltet ihr davon, wenn man so ein Pokémon aus dem Kopf zeichnet? Dann kommen dann meistens auch sehr, sehr merkwürdige Wesen bei raus. So, Jurob. Müssen wir, glaube ich, das Horn weglassen. Oder wollen wir Jurob das Horn mitgeben? Über die Pipi-Locke. Seth, was meinst du? Möchtest du das Hörnchen mit dazu haben? Oder sollen wir es weglassen? Genau, wir nehmen dann quasi die Vorderbeine als Arme. Jurob sieht aus wie Tini. Pass mal auf. Wir können ja mal gucken, wie es aussieht mit Horn. Und wenn es blöd aussieht, dann. Ja, genau. Okay, dann lassen wir das Horn weg. Da hat Arti auch wieder recht. Gut, ohne Horn. Oh mein Gott, das. Okay, wir fangen mal mit der Nase an. Die ist klein, sieht aus wie eine Bohne. Nee, wie so eine Hello Kitty-Nase. Hello Kitty-Nase, ja. So dann. So. Ja, das ist ja noch so Hauerchen. Beißzähnchen. Und natürlich die Augen. So. Ja, doch. So, Jurob haben wir. Warte mal, die rechte Gesichtshälfte sieht irgendwie noch ein bisschen matschig aus. So. Als nächstes können wir uns schon mal belegen die Hinterbeine. Und zwar Vanessa, Hallöchen! Schön, dass du da bist. Oh Gott, ich muss mal den Chat noch lesen, jetzt, dass ich hier niemanden vergesse. Wer war denn jetzt noch nicht? Snibbles war noch nicht. Das. Deva. Genau, Snibbles. Möchtest du uns ein Pokémon nennen für die. Hinterbeine? Fangen wir mal mit den Hinterbeinen an. Genau. Und Next kann sich ja schon mal für die Vorderbeine was überlegen. Quapsel. Quapsel. Gute Idee. Gott, ich habe echt Angst, wenn wir dann irgendwann mal so bei Arceus sind und. Oh Gott, Quapsel hat so Süße. Eigentlich müssten wir jetzt streng genommen, weil er ja so ganz, 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 ganz winzig ist. Das ist echt nicht viel Arbeit jetzt, das Quapsel. Das wird sehr, sehr klein. Okay, ich muss erst mal gucken, ob sich das dann überhaupt fortbewegen kann. Das ist eine Sache für sich, weil Quapsel hat ja eigentlich streng genommen so ganz, ganz kleine. Warte. Schon fast zu groß. Naja, wir machen es erstmal springend oder so. Ja, vielleicht noch ein bisschen länglicher. Die sind schon sehr klein, die Füße von ihm. Wir müssen uns schon an die Originalgröße halten. Oh je, ich Laufwarzen, genau. Ich bin echt gespannt, wie sich das fortbewegt. So, wir haben die Vorderbeine. Die Vorderbeine. Da hatte ich Next gefragt, genau. Ist Next noch da? Ich hoffe. Next, wenn du mich hören kannst, würde ich mich sehr über Vorderbeine freuen. Test failed, oh ja.
Aber sowas von. Fanny, wie soll sich das fortbewegen? Bisasam. Okay. Bisasam hat ja. Das würde sogar noch hinhauen mit Quapsels Bein ungefähr. Bisasam hat auch ziemlich kurze und dicke. Warum ist das so dick geworden? So. So. Flicken hat er auch noch. Ja, da lassen wir das mal so stehen. Oh je. Erinnert mich so ein bisschen an einen missglückten Dackel und hat auch so kurze Beinchen. Genau, Bisasam haben wir jetzt. Und ich glaube, der braucht definitiv noch einen Schweif. Einen schönen Schweif. Hat denn jemand eine Idee für einen schönen Schweif? Die erste Idee, die jetzt kommt, setze ich einfach um. So kann man es eigentlich auch machen. Genau, Bisasam habe ich ja. Also die Vorderbeine. Oh, Moment. Sina war die erste, oder? Mit Mewtwo? Eneko. Ich glaube, die kam später. Next wollte Bisasam, genau, und ist doch Bisasam. Quatsch, die Vorderbeine. Ich glaube, Eneko war erst später. Weiß das jemand von euch? Ja, ne? Ich glaube, das war auch dritte Generation, genau. Sina weiß das. okay, wir waren jetzt der Erste bei dem Schweif. Ich glaube, das war Sina. Okay, wir nehmen jetzt Mewtwo. Will noch ein weiteres schaffen. Oh, Mewtwo hat auch einen sehr schönen langen. Okay. Halleluja. Popo könnte noch etwas anders aussehen. Der gefällt mir irgendwie noch nicht so. Okay, dann lassen wir den mal im Raum stehen. Oh ja, Tini, einen sehr langen. So, ich speichere mir den erstmal wieder ab. Speichern unter. Numero duo. Wir wischen wieder alles weg. So, wer war denn jetzt noch überhaupt gar nicht dran? Das würde mich mal interessieren. Damit jeder auch mal mindestens einmal dran gekommen ist. Das wäre echt super. Ist genau, Dankeschön, vielen Dank. Also, Splatgirl, Crimson und Vanessa mit definitiv. Splatgirl darf sich einen Körper aussuchen. Danach Crimson und Vanessa. Ja. Und dann fangen wir einfach wieder von vorne an, würde ich sagen. Depa war auch noch gar nicht? Okay.
So. Ja, stimmt. Ich habe ja lieber. Ich verlasse mich auf euch. Ich habe auch irgendwie eine Erinnerung, dass Deba schon dran war. Okay, Splatgirl. Splatgirl darf sich jetzt den Körper aussuchen. Von welchem Pokémon der ersten Generation darf ich denn den Körper zeichnen? Goku. Das können wir ja auch mal machen. Dragon Ball Charaktere zusammen mixen. Ich bin mal gespannt. Das wird spannend. Na, jetzt war ihr gerade so still. Aber wieder Zeit für ein Leckerli. Da werden sie wach. Da werden sie wach, die Kleinen. Oh Mann, die lieben Müsli. Oh Gott. Ihr wirkt total ausgehungert. Dabei fressen die den ganzen Tag, wirklich, ich schwöre. Splatgirl, Alpollo. Alles klar. Alpollo. Auch wieder eigentlich ein Pokémon, was fliegt, aber wäre ja auch mal interessant, wenn wir die Beine weglassen, dann fliegt das Vieh halt. Ach, das machen wir jetzt mal. Wir nehmen jetzt mal ein Pokémon, was keine Beine hat, nur Arme. Wie Alpollo. Oh, sie fetzen sich gerade auf dem Rücken. Um das letzte Stückchen Müsli. Jetzt wird geknurrt. So, Alpollo. Okay. Haben wir wieder recht. Ich fange mal mit einer Kugel an. Das ist keine schöne Kugel. Das ist auch keine schöne Kugel, aber. Oh mein Gott, das ist groß. Okay, wir nehmen jetzt nur mal den unteren Körper. Jetzt ist irgendwas runtergefallen. Weil wir wollen ja den Kopf separat haben. So, okay. Höchste Zeit, dass du ins Bett kommst, du Schlingel. Es ist sowas von Zeit, ins Bett zu gehen. Apollo ist cool, auf jeden Fall. Also, wir geben dem jetzt mal keine Beine. So, Vanessa, möchtest du mir sagen, welches Pokémon der Kopf sein soll? Kommt mal hier, ihr zwei. Ihr macht nur Blödsinn. Mein Schreibtisch sieht aus wie Sau. Du armer, hungriger Vogel, ne? Gibt dir gar nichts zu essen hier. Garados. Der Kopf von Garados. Oh. Oh, der ist schon recht kompliziert, der Kopf. Aber wir kriegen ihn schon hin. Mal überlegen. Wir nehmen ihn mal von der. Ja, von vorne seitlich. Thank God it's Friday. Thanks God it's Friday. Oh ja. Aber sowas von. So, dann nehmen wir mal das. Oh, Garados hat einen sehr, sehr schönen Mund. Oh. Oh Mann. Sie möchten unbedingt auf meinem Mikrofon sitzen. Komm mal hier, Mäuschen. Alles Banane, du Pflaume! Ich sehe schon, die Commands werden hier rege genutzt. Oh, ich muss aufpassen, dass sie nicht über die Tastatur läuft. So. Garados. Oh mein Gott. Das wird jetzt aber lustig, weil der Kopf so, der Körper so rund ist. Warte mal, ich fange jetzt einfach mal mit der Schnauze an, sonst. Garados ist groß. Er hat immer eine große Schnauze. Da passt bestimmt auch ganz viel Müsli rein, ne, ihr zwei?
Oh, Yoshi ist da! Und Dankeschön! Merci beaucoup! Vielen, vielen, vielen lieben Dank und schön, dass du da bist. Da war noch jemand, der noch gar nicht dran war. So. Gott, ich muss mich ein bisschen beeilen. Jetzt dauert das zu lange. Sui watschelt gerade über meine Tastatur. Das ist... Komm her, du kleine Raubsau. Sag mal hallo. So. Wah! Absitzen. Gut. So, ich muss jetzt weiter Garados. Oh mein Gott, der hat ja wirklich einen sehr unförmigen Kopf irgendwie. Sui klettert unter so die Nase. Unter den Tisch. Ich darf ja gar nicht so viel Gesicht malen. Sonst bin ich ja schon beim Gesicht. Oh mein Gott. Ich darf ja nur die Kopf... Ah, ich darf ja nur die Kopfform malen. Also diese flossenartigen Gerätschaften hier an der Seite. So. Au. Sui. Sui kriegt ihren Willen nicht, Sui beißt. Okay, damit das jetzt nicht so ausartet, beeile ich mich jetzt mal so ein bisschen. Oh Gott, die Kopfform, Leute. Das ist echt gruselig. Okay, das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen deformiert aussehen, aber ich muss zu einem Ende kommen. Ich glaube, das gehört auch noch mit zum Kopf. Ich gehe mal ein bisschen jetzt nach oben, dann wird mir noch Platz haben. Streng genommen müsste ich eigentlich den Mund wegmachen. Oh, Johanna ist da und hinterlässt mir auch einen Follower. Vielen, vielen lieben Dank, Johanna. Schön, dass du da bist. Sui begrüßt dich auch. Ah, schön, damit es noch so viele, die noch gar nicht dran waren. Oh Gott, dieser Kopf ist der Horror. Oh mein Gott. Sieht total symmetrisch aus, ne? So. Naja, ein bisschen Eigenart darf ja auch drin sein. So, okay. So, streng genommen muss ich den Mund jetzt wegmachen. Ich habe 3 Vögel. Okay, ich mache jetzt den Mund wieder weg. Aber ich lasse mal das Kinn, damit man noch weiß, wie weit das geht. So, das Gesicht. Das Gesicht darf... Wer war denn jetzt noch nicht? Splatgirl haben wir, Vanessa haben wir. Ah, genau. Crimson. Ist Crimson noch da? Der darf sich jetzt nämlich das Gesicht aussuchen. Und dann fahren wir auch schon weiter. Fort mit den anderen, die noch nicht dran waren. So, ich lasse jetzt einfach mal das Unterkinn, sonst... Ah! Du hast nur Blödsinn in der Platte, weißt du das? Nein, ich aufs Mikro. Das Mikrofon, das geht ganz schnell nach unten, wenn du dich da drauf sitzt. Meine Vögel lieben keine Katzen, glaube ich. Jedenfalls keine großen. Aber ich glaube, die würden mit denen spielen. Oh ja, zum Fressen gerne auch, gell? So, Crimson, ja, ich lurke hier noch rum. Super. Ich denke, wir nehmen ein Dragosso. Okay, wir nehmen ein Dragosso-Gesicht. Komm her, geh mal drauf. Damit ich hier in Ruhe meinen Pokédex aufsuchen kann. Dragosso, oh schön. Die mochte ich auch immer sehr gerne. Dragosso hat ja einen Schädel, damit es sein Gesicht verdeckt. Oh mein Gott. Da müssen wir jetzt ja rein theoretisch von Garados den Schädel nehmen. Passt mal auf, wir machen das mal so. Oh Gott, das wird ein Halloween-Pokémon. So. Naja, Dragosso guckt ja meistens immer so ein bisschen grimmiger.
glaube, Suvi frisst meine Klammer auf den Kopf. Ja, tut sie. Na egal, ich habe noch ein paar. Okay, und die Schnauze. Ach du grüne Neune. Passt mal auf, dann löse ich das mal so. Dass wir dann einfach hier an der Stelle. Das soll ja aussehen wie ein Schädel. Oh mein Gott. ja, genau. Wir wollen es nicht so einfach machen. Das ist ja lieb von euch. Genau, die könnten einen eigenen Channel haben. Da bin ich auch dafür. Ich manage dann alles und die beiden ziehen dann ihre Show ab. Was? Tobi ist weg? Was lese ich hier? Okay, damit wir mal... Das ist wie sieht komisch aus. Es fliegt ja. Es braucht jetzt noch Hinterbeine. Also Quatsch, nein. Arme braucht es. Arme. Es fliegt ja. Momentan sieht es aus wie ein Luftballon oder wie so eine Kanonenkugel mit dran geschraubten Kopf, aber... Was macht ihr da? Ihr Frisurenvernichter! Okay, dafür brauchen wir erstmal eine Frisur. Katzenzimmer. Was macht ihr da? Ja, genau, ETQ. Du mich auch. So, wer war jetzt noch nicht dran? Ich muss mal wieder hochscrollen. Es war noch nicht dran. Johanna und Yoshi. Johanna darf sich mal die Arme aussuchen. Und Yoshi kann sich schon mal den Schweif aussuchen. Also Johanna, die Arme. Und Yoshi, den Schweif. Wenn Johanna noch zuschaut, hoffentlich. Hast du das Gefühl? Nein, gut. Ich glaube, sie fühlt sich wohl vor der Kamera. Ist nur so ein Gefühl. Geht ab, Alter. Johanna, bist du noch da? Falls nicht, dann... Okay, Yoshi hat schon mal den Schweif von Serpifoy. Dann nehmen wir schon mal den Schweif von Serpifoy. Und vielleicht meldet sich ja Johanna bis dahin. Und falls nicht, dann machen wir freiwillig durcheinander, wer zuerst schreibt. Okay. Serpifoy. Serpifoy. Oh, der hat einen sehr schönen Schwanz. So, unser Pokémon fliegt ja. Der sieht aus wie eine Kanonenkugel. Ich glaube, ich nehme dann von Apollo noch so ein bisschen... Naja, mit den Armen könnten wir uns dann noch retten. Okay, Serpifoy hat zum einen... Geht das so nach hinten? Serpifoy ist auch eins meiner Lieblings-Pokémon. Der ist echt süß. So. Guck mal, ein Fehler. Genau, dafür haben wir unser Radiergummi. Das ist doch schön am digitalen Zeichnen. So. Okay, uns fehlen jetzt noch die Arme. Hat sich Johanna schon gemeldet? Lieber Stopp. Was, warum schreibt Atti Stopp? Was ist passiert? Stimmt, Serpi ist nicht die erste Generation. Oh, jetzt müssen wir den schönen Schweif wegmachen. Okay. Schweren Herzens. Das stimmt, da habe ich auch gar nicht mehr dran gedacht jetzt. Oh, das tut so weh. Ich kann nicht hier gucken. Nein. Au, wieso frisst du mein Ohrring? Au, 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 au. Au. Okay, Yoshi, hast du denn von der ersten Generation... Entschuldigung, das habe ich auch vergessen zu sagen nochmal. Von der ersten Generation... Glumanda, okay. Glumanda. Glumanda. Das Miranda denn die Veja.
Oh, Glumanda, cool. Das passt aber auch sehr schön. Das ist ein schöner Schweif. Weil... Eigentlich hätte ich ihn fast lassen können. Er ist nur ein bisschen... Oh, Sui. Ich muss nur aufpassen, dass er sich nicht den Kopf verbrennt. Warte mal. Aua. Das ist mein Ohrring. Du kleine... Kleine Verrückte. Was bist du? Du bist eine kleine Verrückte. So. Ach, wir können ja schon mal... Ich habe jetzt Lust, den Bauch dann noch mit reinzumalen. Ich glaube, das passt sehr schön. So. Glumanda hat einen feurigen Schweif. Sehr schöne Idee. Ich glaube, das passt ganz gut. Wenn er gerade fliegt... Ach, wir meinen ihn mal gerade fliegend. Dann müsste das Feuer nämlich anders stehen. Oh, das war nicht der... Ah! Genau, wenn er nämlich gerade fliegt, dann muss das Feuer nämlich gerade so schön lodern. So. Sehr schön. Das ist eine coole Idee. Okay. Uns fehlen jetzt noch die Arme. Ist denn Johanna wieder aufgetaucht? Ich lese erstmal den Chat. Oh, Splat Girl, tschüss, mach's gut. Tini war noch gar nicht dran, aber wirklich. Wir fangen gleich wieder von vorne an. Lamastas ist da. Hallo, herzlich willkommen. Aber noch jemanden. Okay, ich glaube, Johanna ist gar nicht mehr da, ne? Dann darf Lamastas sich jetzt ein Pokémon aussuchen. Der ersten Generation für die Arme. Und Steve auch nicht. Oh mein Gott, mir Steve vergessen. Steve, entschuldige. Oh mein Gott. Guck mal, ein Fehler. Steve darf sich schon mal einen Körper überlegen für das nächste Pokémon. Eins schaffen wir noch. Raichu. Raichu. Hast du deine Raichu auch nicht vergessen? Raichu. Das ist ja die Weiterentwicklung. Ach ja, klar. Mit A. Raichu, genau. Die Weiterentwicklung von Pikachu. Der hat ja recht süße kleine Stummelarme. Oh, da könnte man schon was machen. Ich sehe jetzt gerade, dass Raichu hat ja gar keine Finger. Das sind ja einfach nur so. Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir sowas von hin. Okay, es freut sich, dass es gerade so schön fliegt. Deswegen darf es die Arme nach oben. Ein bisschen kleiner. Gott, ich kann keinen Bogen mehr malen. Mit einem Vogel auf dem Arm ist das schwer zu zeichnen, aber... 2-1 Risiko. Das hat ja so ein bisschen... Hätte ich nicht gedacht, dass das keine Hände hat. Okay, unsere fliegende Kugel. Endlich mein fliegendes Pokémon. Sehr schön. Namen können wir uns wieder später überlegen. Das ist gar nicht so einfach. Okay, ich speichere es erstmal. Oh, hier kann man noch ein bisschen Schatten reinmachen.
Ganz kreativer, lustiger Name. Pokémon Nummer 3. Wow. So. Mein Radiergummi löscht wieder alles. Und eins schaffen wir noch. Cool. Steve. Ich weiß schon, welches Steve. Ich glaube, jetzt kriegen wir wieder ein Körper-Kopf-Pokémon. Aber ich bin mal gespannt. Steve, bitte, dein Pokémon für den Körper. Ich kann es ja schon mal eintippen. Oh, danke schön, Arti. Ja, ich habe mich jetzt langsam warm gezeichnet. Man braucht so ein bisschen, um reinzukommen. Ich glaube, fürs nächste Mal kann ich mir überlegen, dass ich irgendwie zum Warmzeichnen erstmal so normale Pokémon zeichne. Mal gucken. Mashok! Oh! Welche Überraschung! Okay. Moment mal, ich habe doch gerade was gehört. Oh, Lamastas hat gefollowt. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Da freuen wir uns. Oh, wir sind gerade so mit Putzen beschäftigt. Oh, da hat er mir jetzt aber einen Körper gegeben. Meine Güte. Holla die Waldfee. Und vor allen Dingen mit seinem sexy Schlüpper. Okay, wir meinen jetzt nur den Rumpf. Also, meine Güte, der wird... Er wird sehr muskulös. Das kriegen wir schon hin. Okay, ich fange mal an. Mit, achso, Arme haben wir ja noch nicht. Warte mal, ich mache mal grob erstmal. Er hat leicht übertriebene große Brustmuskeln, aber... Ich weiß, das ist ja wirklich ein bisschen zu groß, aber wir dürfen übertreiben. Fein, der hat ja auch wieder keinen Hals, weil der so monströs mächtig daherkommt. Eine schlanke Wespenteil, ja? Nehmen wir den Schlüpfer noch mit? Ja, ne? Gehört noch mit zum Körper. Gott, was hat der für eine komplizierte Hose? Das ist ja... Meine Güte. So, das kürze ich jetzt mal ein bisschen ab. Das ist keine Ahnung, was. Das ist ein Gürtel. Gürtel hat der Gute auch. Wow. Ja, und so ein komisches Ding da. So, okay. Yeah. Yeah. Oh, ich habe jetzt hier überall Federn fliegen. Da. Ah. Naja. Okay, er hat einen guten Oberbau. So. Wen hatten wir jetzt noch überhaupt gar nicht dran? Hatten wir jetzt eigentlich alle? Ansonsten fangen wir wieder von vorne an. Dick da. Wollen wir den Kopf von Dick da nehmen? Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Den habe ich nicht. Das machen wir. Das ist gut. Dann nehmen wir das Gesicht von Rosana. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das wird jetzt schon mein Lieblings-Pokémon. Okay, und das Gesicht von Rosana. Ich habe keinen Platz für mal die Haare, aber ich mache sie mal über den. Die Linie hinaus. Eigentlich war das meine... Ah, nicht aufs Mikro. Komm her. Ja, ja, ich weiß. Komm, geh mal da. Die süßen kleinen Haare. So. Rosana. Oh. Ich glaube, ich mach den Ohrring mal raus, weil sonst...
kriegt sie Verdauungsprobleme, wenn sie den frisst. So. So, Rosana. Wieso kommt da jetzt ein Anime-Mädchen? Ich wollte mein Pokédex. Ah, da ist sie. Wow. Rosana. Mit Knutschi-Butschi-Mund. Was erzähle ich da? Oh Gott. Oh mein Gott. Waren wir von Rosana? Warte mal, die Haare. Nee. Da lass mal die von Dick da. Das ist schon cool. Das ist schon. Oh Gott. Pass mal auf. Die Augen sind wieder sehr. Ich weiß gar nicht, mit was ich anfangen soll. Mit den Augen, okay. Oh Mann, denn das soll man doch ernst bleiben. Oh Mann, ey. So, ich komme her. Nein. Ja, okay. Der überaus, ich meine ihn mal ein bisschen übertrieben größer. Aber nur ein bisschen. Oh Gott. Oh mein Gott. Das ist wunderhübsch. So, ich glaube, wir brauchen die Beine. Die Beine! Die erste richtig geile Idee nehmen wir jetzt. Oh nein, Sui ist über die Tastatur gelaufen, mein Bild ist weg. Merci beaucoup. So, Mäuschen, komm mal her. Wenn du lieb bist, kriegst du sogar Müsli. Komm mal. So, jetzt kannst du dich mit deinem Popcorn Müsli da draufsetzen. Ditto. Oh ja. Ditto und Beine. Ja, ich glaube, das passt nicht. Wir brauchen jetzt ein Pokémon mit richtig coolen Beinen. Richtig sexy Beine. Tentoxa, Das ist eine gute Idee. Ich glaube, das nehmen wir. Ja, komm, lass uns Tentoxa nehmen. Oh Gott, das fiebert. Das fiebert. Das fiebert die Wucht. So, Tentoxa ist. Oh mein Gott. Ja, eigentlich. Kommt da hier vorne ja noch dieses. Nein, das lassen wir mal weg. Wir machen einfach die Tentakel. Sieht sehr interessant aus. Macht ihr da unterm Tisch, ihr zwei? Das. Was macht ihr denn da? Das sind sehr viele Tentakel. Die kampeln sich gerade unterm Tisch. Auf meinem Schoß. Ich fürchte, es geht um Essen. Okay, wie sich das fortbewegt, ist schon mal sehr eintönig. Ich glaube nur im Wasser überlebensfähig. Aber das ist erstmal nicht unser Problem. Zum Glück. Okay, wir lassen das jetzt einfach mal so. Sieht aus wie ein Rock. Yoshi muss weg. Okay, ciao, Yoshi. Ja. Warte, komm. Komm, ein noch. Wir haben es ja. Genau, das ist jetzt ein Wasser-Pokémon. So, die Arme. Habt ihr denn eine Idee für die Arme? Geowatz-Arme. Au! Die beißen mich in den Arm. Das war die falsche Maus. Zwei Rechner, absolute Überforderung. Geowatz, ja.
Ein Wasser, oh Gott, ja, Kampfeis, was ist da noch drin? Au! Gestein! Oh Gott, Geowatz, ja. Geowatz. Der ist ziemlich kurz, aber sehr steinig. Was machst du da? Komm mal her. So ist gut. So, Geowatz hat drei Finger und ziemlich steinige. Komm, ich will dir irgendwas noch in die Hand geben. Eine Handtasche oder sowas. Ich weiß nicht, was macht der so den ganzen lieben langen Tag? Unter Wasser einkaufen. Oder ach komm. Wir haben Sommer. Was gönnt man sich da? Ein wunderschönes Eis. Stracciatella. So. Ja, genau. Komm mit Schirmchen. Was soll der Geiz? Perfekt. Und ach komm, noch eine Olive. Sehr schön. Oh, eine sehr coole Sau, wollte ich schon sagen. Ein sehr cooles Pokémon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe jetzt irgendwie Lust. Komm, zum Abschluss geben wir ihm noch jetzt richtig schöne farbige Lippen. Was meint ihr? So ein richtig schönes, saftiges. Ein schönes, saftiges Rosa. Das hat er sich jetzt verdient. Und weil er so ein bisschen weitsichtig ist, kann er sich nicht richtig schminken. Schminkt sich dann immer falsch. Oh, das ist echt ein schlimmes Schicksal. So. Feinstes Make-up. Bisschen Rouge? Ja, komm. Bisschen Rouge kriegt der Gute. Ja. Das mal, hoffe ich, ist das wasserfest. Das wäre, glaube ich, schon ganz wichtig. Sonst, nee, es ist eben nicht wasserfest. Deswegen ist das alles so verschmiert. Okay, ich glaube, das ist, ja, ein guter Abschluss für den heutigen Stream. Puh, wir haben 3 Pokémon geschafft. Das ist gar nicht, nee, 4, oder? Haben wir 4 gemacht? Aber wir können ja alle nochmal rausholen. Vor allen Dingen Namen haben wir noch gar nicht. Mal gucken. Oh, wir müssen den ja noch speichern. Wenn ich das jetzt vergesse, dann ist er für immer weg. So, wir haben 4 Pokémon geschafft. Das ist gar nicht mal schlecht. Ich werde das jetzt einfach jeden Freitag veranstalten. Ich freue mich schon sehr darauf, was da noch so alles rauskommen wird für verunstaltete Wesen. So, ich mache alle nochmal auf. Holla die Waldfee. Da haben wir unseren, keine Ahnung. Stimmt, das war unser
Unser allererstes. Ja, recht, recht harmlos, ne? Wenn man so die anderen mal betrachtet. Oh, immer noch. Der war auch recht harmlos. Da haben wir uns noch ein bisschen warm geredet und ich mich warm gezeichnet. Ja, die fand ich auch nicht schlecht. Und unser Flug-Pokémon, unser Fluggeist-Feuer-Pokémon. Ein bisschen Fee ist noch mit drin, ne? Kleine Glitzer. Doch, gefällt mir gut. Es sind schöne Sachen bei rausgekommen. Ja, also wenn ihr Lust habt, nächste Woche Freitag um 17.30 Uhr machen wir weiter. Und jetzt gleich im Anschluss um 19 Uhr erlebt ihr auf Tinnys Kanal mit und von und zu Tinny und anderen kleckswütigen Squids eine lustige Private-Runde, würde ich sagen, mit Simon Run. Also schaltet doch dann mal rein. Und ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben, zugeschaut haben und wünsche euch noch einen wundervollen und schönen Abend. Und bis nächste Woche. Vielen, vielen lieben Dank für alles. Tschüss. The end, that's all, folks.